Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Metal Gear Solid 5 oder 5 Ground Zeroes. Und das machen wir auf der Xbox One, wie hier schwer zu sehen ist. Und am Anfang kümmern wir uns erstmal um die Hintergrundgeschichte. Ja, ich kenne Metal Gear Solid eigentlich nur vom Namen. Ich habe es in meinem ganzen Leben noch nie gespielt, deswegen bin ich froh, dass ich Teil 5 bekommen habe. So, ja, als Testversion. Also nicht Testversion in dem eigentlichen Sinne, sondern als Review-Version für Spieletester. Und deswegen gucke ich mir das jetzt mal an. Ich hoffe, ich krieg's alles hin auf Anhieb und ich hoffe, dass das Spiel auch Spaß macht, das weiß ich nicht. Aber ich vermute mal schon, es ist ab 18, das macht ja schon mal ein bisschen was her vielleicht. Und okay, automatische Speicherfunktion, alles klar. Ich habe es nämlich schon mal gestartet und da kann man nämlich die Hintergrundgeschichte ansehen bzw. durchlesen. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall mal machen. Für alle, die es nicht kennen, also einschließlich mich, ist das schon mal vielleicht ein bisschen eine gute Einleitung. Für uns gibt es keinen Sieg, Snake. Es gab einen Mann, der eine Legende unter Söldnern war. Ein Mann, der lang vor dem Aufkommen privater Militärunternehmen eine eindrucksvolle Gruppe aus Kämpfern zusammenstellte, die sich als Nation empfanden. Ein Mann, der sich mit seiner Nation im Rücken die moderne kapitalistische Gesellschaft und die Welt zum Feind machte. Dies ist seine Geschichte. Wir sind keine Söldner, wir sind keine Fremdenlegion. MSF ist ein Geschäft, eine neue Art von Geschäft, Miller. Bekannt unter Codenamen wie Snake und später Big Boss, macht er sich als Agent der US-Spezialeinheit Fox seinen Namen. Ein gewisser Vorfall führte jedoch dazu, dass er sich vom Militär lossagte und sich daraufhin in den Kriegsgebieten der Welt als Söldner verdingte. 1974 betrieb Snake mit seinem Partner Katsuhira Miller eine kleine Söldnerfirma in Kolumbien, als sie von einem Mann besucht wurden, der behauptete, Professor an der Friedensuniversität in Costa Rica zu sein. Laut seiner Aussage hatte es mehrere Vorfälle mit einer geheimnisvollen bewaffneten Gruppe in Costa Rica gegeben, einem Land ohne eigenes Militär. Begleitet wurde der Professor von Patz, einer seiner Studentinnen, die von dieser Gruppe angegriffen und entführt worden war. Der Professor und Patz wollten Snake anheuern, um die Gruppe aus Costa Rica zu vertreiben. Snake durchschaute ihre Täuschung jedoch sofort. Mein Name bedeutet Frieden und ich werde alles tun, um das zu beschützen, wofür mein Name steht, Patz. Der Professor war in Wirklichkeit ein KGB-Agent und die bewaffnete Gruppe wurde von der CIA unterstützt. Im Kalten Krieg waren solche ausländischen Geheimoperationen zwischen US- und Sowjetagenten keine Seltenheit. Die Motive der CIA blieben jedoch im Dunkeln. Patz war aus einem der CIA-Komplexe mit einer Kassette geflohen. Darauf befand sich die Stimme der Frau, die als Mutter der Spezialeinheiten bekannt war, The Boss. Da ein bekanntes Lied aus dem Jahr 1973 im Hintergrund lief, musste die Aufnahme kurz zuvor erfolgt sein. Snake war verblüfft. The Boss sollte eigentlich tot sein. Was macht sie in Costa Rica? Ich tue es für das Mädchen, für Patz. Snake. The Boss war Snakes Mentorin und die einzige Frau, die er je geliebt hatte. Aber 10 Jahre zuvor war er gezwungen, sie im Rahmen einer Mission zu töten. Eine bittere Erinnerung, die ihm immer noch anhing. Obwohl ihm bewusst war, dass sie nicht hätte überleben können, war Snake nicht imstande, die Bitte des Professors abzuschlagen. Er sagte sich, dass er als Abschreckung für ein Land ohne Verteidigung eingriff und wollte Patz Namen Frieden ehren. Also brach er nach Costa Rica auf. Vor Ort traf er auf eine Einheit der Sandinistischen Nationalen Befreiungsfront, die aus Nicaragua geflohen war. Nachdem sie sich gegen das proamerikanische Somoza-Regime aufgelehnt hatten, waren die Rebellen zu Zielen der CIA-Gruppe geworden, die ihren Kommandanten getötet und ihre Einheit dadurch ins Chaos gestürzt hatte. So früh am Morgen, um 9 Uhr, schon so viel Text. Alle behandeln mich wie ein Kind, das konnte ich nicht mehr aushalten. Chico. Snake rettete die Sandinisten und lud sie zur Mother Base ein, der neuen vor der Küste liegenden Operationsbasis, die ihnen der KGB zur Verfügung gestellt hatte. Die Kinder des gefallenen Kommandanten, Amanda und Chico, erkannten etwas von ihrem Idol, Che Guevara, in Snake und vergötterten ihn. Dies führte zu einem rapiden Anwachsen von Snakes Truppen. Trotzdem hatte er immer noch nicht herausgefunden, was die CIA in Costa Rica wirklich vorhat. Ich glaube an Frieden durch nukleare Abschreckung. Huey.
You? Ich nenne ihn einfach Hui. Nee, Yu. Ich glaube, der ist Yu. Danach traf Snake Yu einen im Rollstuhl sitzenden Wissenschaftler, der gezwungen wurde, für die CIA zu arbeiten. Yu offenbarte den schrecklichen Plan der CIA. Sie entwickelten ein System, in dessen Rahmen eine KI nach der Radarerfassung eines feindlichen Atombombenstaats alle verfügbaren Daten analysieren und automatisch einen Vergeltungsschlag gegen passende Ziele durchführen sollte. Obwohl es zur Steigerung der nuklearen Abschreckung gedacht war, plante Coldman, Stationsleiter der CIA für Mittelamerika, den Start einer Atomrakete, um die Effektivität der automatischen Vergeltung zu demonstrieren. Diese Demonstration sollte nur 5 Tage später stattfinden. Snake eilte zum CIA-Entwicklungslabor, um die Vollendung der KI zu verhindern. Du hast alles zurückgelassen. Dein Land, deine Identität, deine Vergangenheit, deine Ideale. Aber es gibt noch etwas, woran du festhältst, Miller. Nach Infiltration des Labors wurde Snake von der Stimme seiner verlorenen Mentorin auf der Kassette gegrüßt, die jedoch in Wirklichkeit für die Vergeltung zuständige KI gehörte. Komischer Satz. Oder ich kann es einfach nicht lesen. Ihre Entwicklerin Dr. Strangelove, cooler Name, hatte The Boss, die sogenannte größte Soldatin, die je gelebt hatte, als intellektuelles Modell der KI ausgewählt. Aufgrund einer persönlichen Leidenschaft war Strangelove jedoch vom ursprünglichen Plan abgewichen und hatte nicht nur die Stimme reproduziert, sondern beabsichtigte auch, getrieben von einer seltsamen Art Liebe, ihre Psyche in Form einer KI wieder zum Leben zu erwecken. Was, wenn The Boss wirklich in allen Einzelheiten hätte wiedererweckt werden können, wenn auch nur als KI? Snake zögerte, dass Strangelove's Idee ihn an seinen Verlust erinnerte. Er wurde nachlässig und geriet in Gefangenschaft. Die The Boss KI war vollständig und der Peace Walker, der mit Atomraketen ausgerüstete lauffähige Kampfpanzer, in dem sie eingebaut war, wurde aktiviert. Gott, oh Gott, es wird ja immer mehr. Ich bin für den Kampf gemacht. Ich bin eine Waffe, Snake. Snake versuchte erfolglos, die Vorbereitung des Peace Walkers zum Abschluss einer Atomrakete aufzuhalten. Doch im Angesicht der Katastrophe rettete schließlich eine Maschine die Menschheit vor der nuklearen Auslöschung. Die The Boss KI versenkte den Peace Walker im Nicaragua-See und verhinderte den Start. Die Krise war beseitigt und Snake nutzte seine kürzliche Mobilisierung, um die Mother Base wieder weiter auszubauen. Ihm war bewusst, dass die KI die Welt gerettet hätte, was jedoch nichts an der Tatsache änderte, dass diese auf dem Geist von The Boss basierendes System sich entschieden hatte, die Waffen zu strecken. Ich kann langsam nicht mehr. Zu viel Text. Ich hoffe, du kannst noch folgen. Wenn ja, dann geht's weiter. Wenn nicht, dann kannst du es ja zum Beispiel auch selbst lesen oder du überspringst es einfach. Genau. Als jemand, der selbst eine Waffe war, empfand Snake diese Handlung als Ablehnung seines Lebens. Trotz dieser Ereignisse luden Snake und Miller die Wissenschaftler Yu und Strangelove auf die Motherbase ein. Dort sollten sie Metal Gear Zeke entwickeln, einen Kampfläufer, den sie schließlich mit einem Nuklearsprengkopf ausrüsteten, wodurch ihre Einheit selbst zu einer Atommacht wurde. Dieser Ort wird nicht mehr mein Himmel sein, Patz. In der Zwischenzeit nahm die Motherbase Patz auf, eine Weise, der nach dem Ende der Krise nicht einmal ihr Wohltäter beim KGB geblieben war. Dies alles war jedoch von einer Geheimdienstorganisation namens Cypher arrangiert worden. Auf Cyphers Befehl hin freundete Patz sich mit Amanda, Chico und den anderen an, während sie die Basis auskundschaftete, um Zeke zu stehlen. Sie sollte die Waffe einsetzen, um Snake in den Dienst als militärischen Arm Cyphers zu zwingen. Patz' Versuch schlug fehl, als Snake Zeke besiegte und sie verschwand in den Wellen der Karibik. Erst danach erfuhr Snake, dass Chico sich in sie verliebt hatte. Super. Einige Tage später wurde ein Tagebuch entdeckt, das er auf der Basis geschrieben hatte. Es offenbarte eine junge Frau, die nicht wusste, ob sie Cypher dienen oder auf ihr Herz hören sollte. Hier spricht Chico. Cypher hält mich auf einer US-Militärbasis in Kuba gefangen. Chico. Wahrscheinlich, weil Patz Cypher von Snakes Atomwaffe berichtet hatte, wandte sich die Internationale Atomenergieorganisation an die Mother Base und verlangte die Durchführung einer Inspektion. Wäre herausgekommen, dass Snakes Einheit eine derartige Waffe besitzt, hätte dies heftige Kritik auf der ganzen Welt hervorgerufen. Yu teilte der
Internationalen Atomenergieorganisation jedoch auf eigene Initiative hin mit, dass die Mother Base einer Inspektion zustimmen würde. Er glaubte beweisen zu können, dass ihre Gruppe keine Bedrohung darstellt, solange sie die Atomwaffen verbergen könnten. Nachdem keine Möglichkeit mehr bestand, die Inspektion abzusagen, machten sich Snake und seine Männer widerwillig an die Vorbereitungen. In der Zwischenzeit erfuhr Amanda, die Inkubatorin Sandinisten helfen sollte, dass Paz überlebt hatte. In der Zwischenzeit erfuhr Amanda, die Inkubatorin Sandinisten helfen sollte, dass Paz überlebt hätte. Der Zeitpunkt hätte nicht unpassender sein können. Da er glaubte, Paz hätte die Organisation verraten, hatte Cypher Paz gefangen genommen und verhörte sie nun auf einer US-Militärbasis an der südlichen Spitze Kubas. Shiko erfuhr davon und brach auf, um Paz selbst zu retten. Kurz darauf teilte Shiko der Mutterbasis der Mother Base in einem Funkspruch mit, dass auch er in Gefangenschaft geraten war. Ich weiß, dass es wehtut, aber es wird bald alles vorbei sein. Paz. Da er eine Vermutung hinsichtlich Cyphers wahrer Identität hatte, konnte Snake nicht zulassen, dass Shiko und Paz der Organisation in die Hände fallen. Und wenn Snake es schaffen würde, Paz zu retten, bekäme er dadurch vielleicht die Möglichkeit, sich gegen Cypher zur Wehr zu setzen. Am Vorabend der Nuklearwaffeninspektion traf Snake den Entschluss, nach Kuba aufzubrechen. Ja, das war jetzt die Vorgeschichte. Ich weiß nicht von wie vielen Spielen, ob das jetzt von den ersten vier waren, in 11 Seiten zusammengefasst. Oder nur vom vierten Teil. Das kann ich leider nicht sagen. Wenn du es weißt, schreib mir es in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal ein neues Spiel. Okay, ich kann also die Schwierigkeitsgrade nicht auswählen. Geht nicht, weil ich es wahrscheinlich noch nicht freigespielt habe. Mission, Ground Zeroes. Rette Shiko und Paz aus einem US-Gefängniskomplex und bring sie zurück zur Motherbase. Verlasse danach das Missionsgebiet per Helikopter. Ziele? Ja. Shiko, Paz. Achso. Komm nicht weiter nach unten. Okay, dann starten wir die Mission einfach mal. Die Mission beginnt. Möchtest du fortfahren? Natürlich möchte ich das. Bin ja mal gespannt aufs Intro. Müsste ja bombastisch sein. Als die Welt noch in West und Ost unterteilt war, lief The Boss, Mutter der Spezialeinheit und Heldin des Zweiten Weltkriegs, zur Sowjetunion über. Letzter Schüler Naked Snake tötete sie auf Befehl der US-Regierung. Aber für The Boss war ihr Überlaufen nichts weiter als eine Finte. Sie wurde dazu gezwungen, sich selbst zu opfern, um einen Atomkrieg zu verhindern. Dies war ihre letzte Mission. The Boss benutzte Snake, um sicherzustellen, dass das Erbe der Philosophen die unter der Kontrolle der Sowjetarmee stehenden unglaublichen Militärmittel Amerika erreichen. Für diese herausragenden Leistungen wurde Snake der Titel Big Boss zugesprochen. Nachdem er sich von Amerika abgewandt hatte, begann Snake mit Hilfe von Katsuhira Miller, einem Mann, den er in einem Kriegsgebiet kennengelernt hatte, Soldaten zu rekrutieren. Im Jahr 1974... Halt, stopp! Errichteten die beiden eine Geheimbasis... Entschuldigung. Eine Geheimbasis in der Karibik. Snakes Privatarmee wuchs weiter an, bis sie gezwungen waren, sich eine Nuklearwaffe als Abschreckung zu legen. In der Zwischenzeit nutzte Major Zero, der Mann, der einst mit Snake die Spezialeinheit Fox aufgestellt hatte, das Erbe der Philosophen, um seine Geheimdienstorganisation Cypher zu erweitern und bis weit in die Vereinigten Staaten hinein vorzudringen. Ohne eigenes Militär wolle Zero sich wieder seinem Kameraden Snake anschließen und schickte seinen Agenten Paz, um den Konflikt herzustellen. Paz versuchte, den lauffähigen Nuklearkampfpanzer Beim Eindringen in feindliches Gebiet besteht die ständige Gefahr, entdeckt zu werden. Verhindere dies, indem du außer Sicht bleibst, dich nicht in der Nähe von Scheinwerfern aufhältst und die Umgebung als Deckung nutzt. Wenn du entdeckt wirst, ruf der Feind Verstärkung herbei und versuch dich anzugreifen. Nach dem Kampf auf deine Umgebung. Ja, ist mir jetzt egal. Jetzt haben wir 15 Minuten damit verdattelt, das passt. Camp Omega, Maximum Security. Servus.
He told us everything. Don't worry, I kept my word. He didn't suffer long. Here. You earned it. Hat den Kopfhörer in der Brust stecken? No more war games. You're a real man now, soldier. Chico, junger Freiwilliger ins nächste Privatamt. Give my regards to your boss when you get home. Ich glaube, das gibt immer Probleme. Days ago, we got reports that Paz was still alive. She survived. She was rescued by a Belizean fisherman who found her drifting in the Caribbean. So what's the plan? Silence her before we're compromised? No. I've got something else in mind. Our friends at Cypher suspect Paz could be a double agent. She's being held for interrogation at a camp on the southern tip of Cuba. Black site. Nice. A slice of American pie on communist soil and out of U.S. legal jurisdiction. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The UN's nuclear inspection. My guess is they're trying to corroborate Paz's leak. We're an army without a nation. Word of our capabilities gets out, and we'll have the whole world out to shut us down. Having an American private intelligence agency involved is bad news. Cypher's the ones who sent Paz to us in the first place. She knows their true nature. Right. Paz is our only link to Cypher. If she's still alive, we need her on our side. Skullface, Kommandant der XOF, Identität unbekannt. Pirate Crackdowns are go! Move! Ja, ich kann mich nicht umgucken, der da so wackelt, das ist so. That would be Chico. He's
being held in the same area as Paz. Last radio contact was 40 hours ago. Find them both. Bring them back alive. Enter the compound from the south cliff. Secure Chico and Paz, then report back from the rendezvous point. Da sind wir. Oder auch nicht. We'll send a chopper from across the Cuban border. You should be back at Mother Base in time for lunch. You'll probably just miss our guests. The only catch is you go in solo. The politically sensitive nature of the mission needs backup is not an option. Fine. I like some alone time now and then. Ein Zyklop. Snake, ein ehemaliger Held. Eins bekannt unter dem Namen. Big Boss. Das? Hydroid. Chico and Paz are being held in an old, unused part of the compound. Get inside and head northeast. So, jetzt dürfen wir. This is an infiltration mission. You've got to stay out of sight. Before you go any further, use your binoculars to recon the area. Ah, ich muss gedrückt halten. Press the call button to get more intel. There's a door in the fence. Think you can get that door open? Welche Tür? Upsa. Ich bin runtergefallen. Zieh dich hoch, Junge. Ich wollte doch zoomen. Wie kann ich denn zoomen? Achso, hier. Ach, das ist die Tür. Ja, hat schon gepasst. Ah, ist das ein Kack, da hinten die Taste zu halten. Your binoculars are equipped with a directional microphone. You should be able to listen in on whatever they're pointed at. Ach, die da. Who are they with? It's me, man. Green Berets, SEALs. Those ain't no jarhead birds, I can tell you that. Some paramilitary setup? Well, some of the guys are saying... You know what? Best we just drop this, right? Sure. What are those guys talking about? It's a guard. Don't let him see you. Avoid combat whenever possible. So, mal weiter umgucken. Ich finde das Game von der Idee her schon mal ganz cool. Ich mag nämlich eigentlich solche Games, wo man wirklich aufpassen muss, was man macht. Those are US Marines on watch. Not the type to go easy on intruders. Kann ich die nicht einfach abknallen? Und gut ist. Aber gut, wir müssen auf jeden Fall da unten zur Tür. Der ist aber mit seinem blöden Scheinwerfer im Weg.
Auf der anderen Seite. Nee, wir müssen also erstmal da. Darunter. Genau. Keep low. You can check the controls on the pause screen. If you ready your weapon while crawling, you can move horizontally left or right. If you do that holding the dash button, you'll move faster. Whee! Bin ich ein Held oder bin ich ein Held? XOF. Ich bin ja so genial. Einfach nur Blödsinn machen. Habe ich das Ding gekriegt. Das ist geil. Dass es dem nicht schlecht wird. So, ich will jetzt mal gucken, wie weit der Scheinwerfer hier rüberkommt. Geht der bis ganz nach unten? Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgeht, wenn wir jetzt erwischt werden. Gibt ja keinen Alarm. CP, this is Zulu 2. Under attack from an unknown position. Over. Oh oh. CP, understood. Stay alert and smoke out the enemy. Out. There you are. Ich glaube, das war schlecht. Wir hätten einfach hinten hochgehen müssen und ihn dann platt machen. Head for the old prison. You'll find the targets there. Find an obstacle. Press the action button. Alter, jetzt mach dich doch. Oh. Wieso duckt der sich nicht einfach? Wieso muss der jedes Mal springen? Und jetzt steht er nicht mehr auf. Hallo, steh doch auf. Irgendwie will er sich nicht ducken. Moment. CP, this is Zulu 6. Still no sign of the enemy. Standing down. Over. This is CP. Understood. Stand down. Kommt der hoch? Achso, hier wollte ich hin, genau. Optionen. Steuerungstyp habe ich Shooter-Stil A genommen. Schnell ducken. Wo kann ich mich denn normal ducken? Haltung ändern. B. Ach Gott. Rational data. The map, objectives, the targets, locations. It'll help a lot if you let it. Ich darf nicht erkannt werden. Ach ja, probieren wir es halt einfach. Weit ist der Kopfschuss. 58 Meter.
So, dann mal nach unten. Schneller Kollege, schneller Kollege. Okay. Ja, das war ja schon mal ein guter erster Einblick in Metal Gear Solid 5. Schreib mir doch in die Kommentare, wie es dir bisher gefällt. Ob das Potenzial hat, weiterzuspielen. Also ich werde es auf jeden Fall weiter aufnehmen. Ich denke auch, dass das ein cooles Spiel sein wird. Ich weiß nicht, wie es von der Story her ist, keine Ahnung. Aber das ist mir eigentlich dann auch egal. Es macht ja Spaß momentan. Und ich glaube, das wird auch noch lustiger. Okay, ich danke dir fürs Zusehen. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und immer schön kommentieren und liken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.